Hallo Welt, da sind wir wieder hier bei der netten alten Dame. Und nachdem wir ihr Holz geholt haben, dürfen wir ihr jetzt noch Essen bringen. Oh, aber es kommt doch sicher jemand, um nach dem Rechten zu sehen. Irgendjemand schickt sicher Hilfe. Ein Suchtrupp, das Militär, die Regierung. Nach Milton? Nein. Du glaubst nicht, dass Hilfe unterwegs ist? Wir hätten schon vor 10 Jahren Hilfe gebraucht, während des Zusammenbruchs, aber ihr Festländer habt die Hände in den Schoß gelegt, während die anderen unsere Insel ausbeuteten. Sie nahmen sich, was sie wollten. Damals hätten wir Hilfe gebraucht, aber sie kam nie. Warum sollte das jetzt anders sein? Das ist schon lange her. Die Zeiten haben sich geändert. Ha! Nicht bei uns. Nicht auf der großen Bärinsel. Nicht für die graue Mutter. Na, was ist mit den anderen? Sind die anderen noch in der Stadt? Nachdem die Lichter ausgegangen waren, kam ein Schneesturm auf. Die Leute hatten Angst. Sie fürchteten, hier festzusitzen, beziehungsweise noch mehr festzusitzen. Sie fliehen in Panik. Einige gingen weg, um zu sehen, ob sie von außerhalb mehr in Erfahrung bringen konnten. Und was fanden sie heraus? Sie sind nicht zurückgekehrt. Festländer? Du nennst mich immer Festländer. Warum? Du bist ein Fremder, ein Festländer. Du bist einer von ihnen. Du gehörst nicht hierher. Das stimmt, aber du klingst dabei so wütend. Vor Jahren während des Zusammenbruchs haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren. Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden. Ich aber habe keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Das überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst. Wütende Stimmen? Kannst du mir mehr über die wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig. Der Schneesturm braute sich bereits zusammen. Aber ich hörte Rufe, einen Schrei. Später gab es Gerüchte, dass jemand in dieser Nacht in der Stadt aufgetaucht wäre. Mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Und die Frau, deren Stimme du gehört hast? Ich bin mir nicht sicher. Die Stimmen waren schwach. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald waren da nur noch Wind und Dunkelheit. Der Schrei, stammte er möglicherweise von der Frau? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Es ist alles verschwommen. Speisekammer? Ich frage ja ungern, aber Essen? Die Stadt ist menschenleer.
Man hat mich ohne eine Krume zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Überleben? Und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen. Jetzt sind sie dran. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es. Suche mir etwas zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand. Da gibt es immer etwas zu beißen. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollte Stehlen ja kein Problem für dich sein. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch mitbringen, was die Natur zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, falls du das noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Vorräte? Woher bekommt eine Stadt wie Milton ihre Vorräte? Vom Festland natürlich. Woher denn sonst? Keine Ahnung. Lokale Waren von Bauern oder Erzeugern auf der Insel. Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig, genau wie ihr es wolltet. Und dann, als ihr alles zusammenbrach, habt ihr uns einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an die anderen verkaufen konntet. Die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals für alle hart. Und sie sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leiden. In den anderen Städten. Pah! Die Städte! Ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Erwarte kein Mitleid von der grauen Mutter. Wow. Fremde? Du sagtest, da waren noch andere. Andere Fremde? Sie kamen nach der Nacht, in der die Lichter erschienen. Kamen sie angekrochen. Ich habe sie gehört. Ein Murmeln in der Stadt. Da wurde mir noch aller Klatsch aus der Stadt zugetragen. Sie hatten Angst. Einige von ihnen kamen von den Highways. Sie sagten, es gebe dort noch andere. Bereits erfroren, bereits tot. Blieben sie in der Stadt? In der alten Schule. Da gab es noch einen Kohleofen. Sie schliefen im Schulhaus und warteten. Worauf? Erbarmen. Und das fanden sie auch. Das verstehe ich nicht. Du wirst es verstehen, wenn du es findest. Gotta eat soon. Also auf zur... erstmal essen. Wir haben schon die ganze Stadt geplündert und alles aufgegessen. Eieiei, was machen wir denn jetzt? Ja, zur Tankstelle. Das soll noch ein Brecheisen sein. Na toll, die Axt ist hinüber. Ah.
Ja, ich weiß, du hast Hunger. Moment. Ach, lecker Dose Kaffee. Oh, frisches Hundefutter. Da ist aber auch nicht mehr viel von da. Kalter Kaffee. Oh. Was tragen wir denn so viel mit uns rum? Moment mal, ach hier. So viel tragen wir gar nicht mit uns rum. Das geht schon. Altholz. Ja, wir nehmen uns ein bisschen was mit an Holz und Kohle. Ach so, Moment mal. Wir wollten doch hier ein bisschen was zu essen machen. Deswegen das ganze Zeug. Das ist aber mittlerweile schon Tag geworden. Dann essen wir lieber das Hundefutter und sollen wir den Kochtopf, sollen wir den mitnehmen? Wir essen das Hundefutter unterwegs. Gucken, wo die Tankstelle ist. Und das Brecheisen erstmal. Na, sehr schön. Die Schule dürften wir finden. Was sagt unsere Karte? I'd eat anything right about now. Eieiei. Da müssen wir doch bei den Wölfen vorbei und... Ja, wir könnten auch Rehe jagen. Aber ich bin dafür, dass wir zur Orca-Tankstelle gehen hier unten. Riskieren wir das doch mal. Ja, hier sind ganz schön viele kaputte Häuser und die Schule ebenfalls. Das Brecheisen brauchen wir also. Hat die nette alte Dame denn kein... Hat sie denn kein Auto? Nö, das... Oder 10 Minuten? Nö. Hallo, Dame. Hier ist kein Brecheisen, oder etwa doch? Das gehört nicht mehr zu ihr. Nein. Falls ich es nicht schon genommen habe. Und was ist, wenn das jemand anders genommen hat? Hier ist kein Brecheisen. Da war nur die Axt. Ein Brecheisen wäre ja schon ganz praktisch. Damit könnten wir Auto, Kofferräume und sowas aufbrechen. Aber wir brauchen zur Tankstelle erst gar nicht zu gehen, wenn wir das Brecheisen nicht haben. Ach, das ist... is making my head feel thick. Das ist doch so schönes Wetter hier. Nein, 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 da ist kein Brecheisen. Außerdem ist es gerade sehr, sehr kalt draußen. Scheinbar kälter als sonst wohl, wie es aussieht. Die graue Mutter schon wieder. Die alte Frau ist möglicherweise die letzte Überlebende in Milton. Sie scheint mehr zu wissen, als sie vorgibt. Möglicherweise kann sie dir verraten, was mit Astrid geschehen ist. Fülle die Speisekammer der grauen Mutter mit Lebensmitteln, um sie vor dem Hungertod zu bewahren. Plündere alles, was du in deiner Umgebung finden kannst. Einige Nahrungsquellen sind leichter zu finden als andere. Optional brich in die Tankstelle ein und plündere Vorräte. Dann sammle 8000 Essen für die graue Mutter und platziere es in ihrem Kühlschrank. Ja, am Haus der grauen Mutter befindet sich ein Feuerholzbehälter. Füll ihn mit Brennstoff auf. Ach so, das war das alte. Wo den? Das mit dem Essen haben wir noch gar nicht gefunden. 80.000.
Das ist doch wohl ein Witz. Aber hier brauchten wir nur 24 und jetzt... Nein, 8000. Entschuldigung, ist aber immer noch ein Witz. 8000 Essen haben wir selber doch nie. Wir haben doch selber immer Hunger. Wie oft sind wir schon verhungert hier? Wir haben kein Brecheisen. Erzähl nochmal. Speisekammer. Ich frage ja nur ungern, aber Essen? Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne eine Krume zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Ha, überleben, was denn? Und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Aber was ist, wenn die Leute... Na, Moment mal, das hatten wir doch alles gerade. Wo war das denn mit dem Brecheisen? Vielleicht ist das ja doch woanders. Letztens haben wir auch die Axt gesucht. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, falls du das noch nicht getan hast. Brecheisen auch aus dem Schuppen, ja, da wo die Axt sein sollte. Oder haben wir das irgendwie abgelegt? Ist kein Brecheisen. Kein Brecheisen. Moment, wir sind gleich zurück. Ich denke, das Brecheisen werden wir wohl in der nächsten Folge erst finden können. Diese Folge ist schon vorbei. Ja, wie es aussieht, ja. Da unten ist der Wolf. Brecheisen haben wir nicht. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und danke für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stuff will come in handy.